Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, wir haben ein Kohleproblem, würde ich mal sagen. Denn die Kohle wird hier nicht gescheit verteilt. Und dementsprechend würde ich jetzt mal schauen, dass wir hier vielleicht für Schutt einen Verteiler reinbauen können. Dann hier neue Förderbänder anbringen. Einfach mal kurz den Teil hier löschen. So. Und dann machen wir noch einen Förderband 2 ran. Anbauen und anbauen. Und dann sollte der dementsprechend die Ressourcen managen. So. Und dann sollten wir jetzt auch fürs Erste wieder besser Eisen produzieren können. Und wir verschieben jetzt einen Bagger und drei LKWs in die Kohleminen. Und werden jetzt auch hier nochmal versuchen, ein bisschen was zu erreichen. Und gehen nochmal tiefer. Es könnte der volle Reinfall sein, aber könnte auch positiv für uns enden. Sie sollen jetzt anfangen, hier die Kohle zu fördern, damit hier was passiert. Weil Eisen stehen wir eh aktuell noch sehr gut da. Das wird sich halt natürlich dann auch ändern, sobald es soweit ist. Aber fürs Erste stehen wir gut da. Ah, wir haben auch nicht mehr wirklich viel Platz jetzt. Ah, schau, die Verbindungsstraße ist sozusagen fertig. Cool. Ah, die liefern aktuell noch hierhin, damit das voll läuft. Verstehe. Diese 50-50-Aufteilung wird halt aktuelles Problem einfach sein. So, damit hier mehr drin ist, wir verbessern die gleich mal. Verbessern dich auch. Dann können die nicht hier schnell dazwischen liefern. Dann geht es viel schneller durch. Sollte hoffentlich helfen. Gut. Jetzt haben wir zwar eine relativ gut laufende Produktion mittlerweile, auch an Eisen. Scheinen wir mittlerweile ein bisschen hinterher zu kommen. Und dementsprechend auch ressourcenmäßig langsam alles voll zu kriegen. Es fehlt zwar noch Stufe 2. Stufe 2 wird jetzt noch erzeugt. Mit 300 aktuell, wie scheint. Aber wenn die hier langsam mehr werden, sind wir auch schon auf einem schönen Weg. Wie schaut's denn aus mit der Ölförderung? Schlecht, ganz, ganz schlecht. Wir verbessern das Modul mal hier. Schauen, was dann passiert. Ob sich am Boot was verändert oder ob einfach nur... Ah, schaut eher nach nichts aus, was hier passiert. Wir brauchen mehr vom Roten, um da die Produktion anzuheizen. Kriege ich rein theoretisch noch so ein Stufengerät hier rein?
kann ich euch schon upgraden. Geil. Beide upgraden, bitte. Das wäre schon mal ein guter Anfang. Wenn wir die beiden upgraden, sind die nicht ein bisschen flotter. Dann können die hier hinten relativ schön arbeiten. Das denke ich wär ein guter Anfang. So. Upgraded sollte der um einige schnelleres produzieren können, hoffe ich. 20 Sekunden, wie schnell seid ihr? Auch 20 Sekunden. Da irgendwo war doch was rot, oder? Nee. So, wenn wir jetzt genug von den roten haben, können wir die Produktion natürlich dementsprechend auch steigern. Aber aktuell wird wahrscheinlich die Holzressource irgendwann knapp. Die wird schon knapp. Boah. Ist das ungut. Das Holzlager ist bummvoll. Deswegen fährt das Schiff auch gleich nicht mehr. Weil es das Holz nicht loskriegt. Okay, Exportroute. Hoppala, ein bisschen zu weit vorne. Dann brauche ich nochmal 4 LKWs für hier. Die sollten es dann hoffentlich exportieren können. Jetzt fangen sie wieder an, schauen. Wenn die jetzt schön das ganze Zeug verschiffen, kriegen wir das hoffentlich auch hin, dass wir den Exportschlager Holz gut unter Kontrolle haben. Das Lager ist schon fast voll. Jetzt hängt es halt echt fast an den Geräten, ne? Schnell liefern. Je schneller wir arbeiten können, desto besser ist die Produktion am Ende. 10 Sekunden anstatt 20. Denn einer wird schon ein bisschen Unterstützung liefern, wenn wir auf der höheren Produktionslinie laufen. Wie gesagt, sobald das Lager voll ist, sollte sich das Ganze auch nochmal verstärken. Und um einiges schöner laufen. Dafür muss das Lager halt einmal voll werden und das ist halt immer die Wartezeit. Wie schaut's aus? Schiff fährt los, okay. Wie schaut das Lager aus? Ah, fast leer. Ah, die haben jetzt eine höhere Zwischenlage einfach. Das verbessern wir jetzt mal, dann liefert er schnell das Ganze durch. Dann sollten wir hier auf jeden Fall weniger Probleme haben. Dann ist das relativ schnell leer. Und das stockt nicht so die Lagerung einfach. Jetzt wird das Lager auch ein bisschen voll. Die können schon anfangen zu horten. Aber langsam wird halt unser Lager immer leerer. Das ist das Problem. Aus. Echt unangenehme Situation. Prozent schnelleres Entladen. Das ist natürlich geil. So. Abfallsortierer. Nee. Ich überlege, ob wir das saure Wasser weiterverarbeiten.
Unsere Turbinen laufen auf guter Leistung. LKWs sind ausgelastet, wie blöd. Das ist die Frage. Kann ich jetzt hier die neuen Teile... Ah genau, das war das Problem Glas. Dafür brauche ich die neue Forschung, glaube ich, ne? Wo kriege ich denn... Ich habe ja hier die Labore. Habe ich schon neue Forschung oder bin ich noch überhaupt gar nicht so weit? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht mehr. Ah ne, ich habe es noch gar nicht erforscht. Schauen. Das ist das Problem. Forschen wir den Mais. Zur Warteschlange hinzufügen. Dann können wir Tofu machen. Aus Sojabohnen, Wasser, Schwefel und Kalkstein. Holy shit, okay. Und hier kann man dann Stickstoff und Stahl zu Flüssigstickstoff machen. Ach Gott, ist das ein Aufwand. Aus Laborausrüstung mit Flüssigstickstoff. Oder ich brauche Stahl für... Eieieiei. Das ist mal gar nicht gut. Aber erstmal Mais anbauen. Ah, schau an, jetzt ist Stufe 2 auch schon voll. Jetzt muss der verbessert werden. Jetzt muss er sich selber mal kurz verbessern. Wie lange braucht er dann noch? 20 Sekunden wahrscheinlich, ne? Ja. Sekunden pro Stück ist auch ein bisschen heftig. Nee, überlegt, dass die jetzt... Ah, die brauchen aber auch 20. Bedeutet, der kann 1 zu 1 die Ausgabe machen, fast schon. Aber auch nur, weil ich war schneller. Ansonsten wären es 40. Flaches Förderband. Ich würde dich gerne mal... Anfang und Ende sind an dieselbe Förderstrecke angeschlossen. Ja, das ist klar. Ist auch der Sinn dahinter. Fertig machen. Schnelles Liefern. Schnelles Entfernen. So. Ich glaube, aber ich muss dich auch nochmal umplatzieren ein bisschen. Jetzt hier. Montage 2. Das sollte dann einigermaßen hoffentlich passen. Bleiben wir bei hoffentlich fürs Erste, würde ich auch sagen. Wir wissen ja noch nicht, wie es läuft am Ende. Warum will der nicht anschließen? Jetzt hat.
Alles schnell errichten. Dann sind wir alle umso schneller einsatzbereit. Und jetzt können wir das Ganze hier auflegen. Konstruktionsteile 3, Konstruktionsteile 3. Dann sollte die Produktion hier nicht auch ganz gut nachkommen. So. Wie schaut so ein Gummi aus? Jetzt haben wir gleich mal ein bisschen mehr hier. Schön. Jetzt kann sich das Lager auch mal langsam anfangen zu füllen. Ist da mittlerweile auch ein fetter Haufen an Blödsinn, aber was willst du machen? Sand ist auch fast wieder leer. Warum ist... Ach, ich hab gerade wieder nichts auf den Sand abbauen, ne? Die treffen sie auch nicht, glaube ich. Steht die Produktion schon still? Es scheint so. Echt nicht gut. Echt nicht gut. Wo könnte noch eine... Wo könnte noch eine Ölbohrinsel sein? Oder wir versuchen an dieses Ölfeld, was hier irgendwo war, ranzukommen. Aufzeichnung in der Karte bitte. Hier hatten wir noch ein Ölfeld, das wir anbauen können. Ansonsten gab es eh keine mehr auf der Insel. Aber da müssen wir halt auch erstmal hinkommen. Gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach hier. Und unsere Tanks werden immer leerer. Baumaschine hat keinen Treibstoff. Wieso das denn? Ah, der Tanker war zu spät. Wie machen wir es hier am schlauesten? Bauen dann die neuen Bagger. Für die Bombe erst Glas. Das ist alles ein bisschen im Kampf. Was? Schon wieder? Ja. Unser Schiff ist auch hier um einiges besser. Sieg. Schön. Was haben wir da jetzt gefunden? Eine Kohlemine. Okay, dann könnten wir Kohle einschiffen lassen. Eine Stufe 2 Kohlemine. Was haben wir denn bis jetzt eigentlich für Minen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube gar nicht so viele. Nur die Holz. Und ein paar Ortschaften. Spenden. 120. Dann steigt unser... Steigt unser Ruf dementsprechend. Wollen wir denen das spenden? Das ist und bleibt am Ende die Frage. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.